Hallo? Hallo, Tore? Tore! Mein Gott, wo bin ich denn hier? Du Scheiße. Muss mal das Zelt einpacken. Hallo? Warum ist denn hier niemand? Naja. Ich sag erstmal, willkommen zurück bei Starbound. Ja, irgendwie ist der Tore verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ach, das ist natürlich ärgerlich. Ich würde sagen, wir suchen den erstmal. Weiß nicht, ich setze mir auch erstmal hier einen Startpunkt, damit ich weiß, wann ich die Erde umrundet habe. Ja, wir sind auf einem komplett unbekannten Planeten. Viel zu sehen gibt es ja bis jetzt noch nicht. Was genau passiert ist, kann ich noch gar nicht sagen. Ich bin jetzt gerade im Zelt aufgewacht und man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich ein paar schöne neue Waffen. Ja, die muss mir wohl einer zugesteckt haben. Naja. Nee, wo der Tore ist, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gucken erstmal hier, ob jetzt hier irgendwas kommt. Zur Not müssen wir halt mal auf einen anderen Planeten schauen. Jo, dann kann ich eigentlich, solange Torup nicht da ist, ein bisschen erzählen, was so demnächst anliegt bei mir. Samstag gibt es Livestream. Jetzt nicht jeden Samstag, sondern den kommenden. Das müsste dann der 14. März sein, soweit ich weiß. Es werden komplett Indie-Games gezockt. Ja, die Liste, die schreibe ich nochmal auf Facebook, da könnt ihr nochmal reinschauen. Zusammen gibt es dann Community Talk. Ich werde so gegen 15 Uhr anfangen und dann Open End. Mal sehen. Also bis um 8 auf jeden Fall. Ja. Ab Montag geht es dann ja ganz normal mit Shadow Warrior weiter. Allerdings diesmal auf Full HD. Ich hatte ja schon mal beim anderen Video gesagt, dass ich jetzt meinen neuen Rechner habe. Und ich kann jetzt endlich Full HD spielen. Und aufnehmen vor allem. Warum gibt's denn hier auf diesem Planeten nichts? Drob ist auch nicht zu sehen. Genau, am Freitag kommt ja dann The Last Door. Evolent haben wir ja erfolgreich beendet. Den Rest seht ihr ja dann da beim Video. Es wird auch schon wieder dunkel. Ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen. Also auf jeden Fall ein Point-and-Click-Adventure. Kleines Indie wieder. Was den Freitagsslot belegen wird. Tja, wie es einfach mal hier nichts gibt. Krass. So einen Planeten hatte ich auch noch nicht. Tja, dann wird auch hier Torop nicht sein, oder? Dunkel wird es auch schon wieder. Mann, oh Mann, oh Mann. Tja. Keine Monster, kein nix. Und jetzt sind wir Planeten rum. Kurios. Der hat sich aber gar nicht gelohnt. Na, okay. Dann würde ich so sagen, schauen wir uns einfach mal einen anderen Planeten an. Irgendwo muss er ja sein. Okay, das sind alles Eisplaneten. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, wenn man innerhalb des Sternsystems reist, gibt es, also wird kein Fuel abgezogen. Das ist doch schon mal viel wert eigentlich. Was habe ich noch so Neues? Auf dem Müll auf jeden Fall. Ach ja, die gibt's auch wieder. Ja, passt nicht ganz zu der Jahreszeit.
Naja. Aber damit werden wir doch Torup schön auf den Nerven gehen, wenn er so weiter da ist. Ugh. Okay, hier ist schon mal kalt. Das ist nicht so gut. Warte mal, wenn ich die hier aufsetze. Zieht sogar noch mehr ab. Krasse Scheiße. Nee, das, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Natürlich bin ich gestorben. Wie hätte es anders sein sollen? Obwohl, die Mütze sieht gar nicht so schlecht aus. Gut. Aber wir haben keine Winterklamotten dafür. Sehr schön radioaktiv. Was haben wir noch Schönes? Wieder ein Eisplaneten. Ich glaube, was ist das? Ach, ein gefrorener Stern. Fury Star. Centric Star. Auf dem waren wir ja, glaube ich, irgendwo. Gucken wir einfach mal hier. Moderat erregt. Ja. Komm, die Bienen machen wir hier mit, oder? Zack. Und in der Zeit kann ich ja noch ein bisschen Musik machen. Was hören wir denn jetzt Schönes? Kanon in D. Oh, ist das schön. Bum, 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 bum. Ach, herrlich. Diese Musik immer. Kann ich die hier oben hinlegen? Ja. Achso, nee, nimm sie aus der Hand. Das wollen wir natürlich nicht. Drücken wir die 7. Komm hier, der ist auch gut. Ja, und so viele neue Sachen habe ich gar nicht gefunden. Also die kann ich hier schon mal weghauen. Ich war zwischendurch auf einem anderen Planeten. Ja, aber abgesehen von ein paar Sachen. Was ich ganz cool finde, ich habe jetzt hier zwei Einzelschwerter, die relativ viel Schaden machen. Und schön schnell sind dafür. So, schauen wir mal, ob Torup hier rumlungert. Wo muss er ja sein? Dort sehe ich schon mal eine Knochenkiste, sehr geil. Kack, 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 kack. Wo ist die Taschenlampe hier? Bonebed, okay. Ach, kenne ich schon. Gut, dann bringe ich das für Torup mit. So, haben wir noch Avian Skull. Ah, jetzt auch geil, Alter. Geil. Komm, wir setzen uns mal hin auf. Boah, gruselig. Komm ich jetzt hier aber noch raus? Nee. Wäre auch zu einfach. Schön ist mir, jetzt kann ich nämlich Taschenlampe halten und trotzdem hier irgendwie zuschlagen. Der rennt erstmal weg. Ja, die Waffe ist doch ganz cool. War das die, der Flammenwerfer? Ich glaube. Macht nämlich echt fetten Schaden. Was haben wir noch Schönes? Der Hammer. Weiß gar nicht, ob der so viel Schaden macht. Naja, geht. Wie gesagt, mit den Schwertern komme ich besser, mit diesen kleinen Messern. Dumm, die dumm, die dumm. Was haben wir hier Schönes? Fisch in a Bone? Ein Fisch im Knochen? Was habe ich denn da bitte aufgesammelt? Das ist klar. A Bone Boo. Okay. Wie auch immer. Oh, eine Einhandwaffe. 271. Tausche ich doch gleich mal aus hier. Das war jetzt nicht so schnell. Aber wenn die mehr Schaden macht. Probieren wir es mal. Yeah, Alter. Wie kack. Komm, den Bomben nehmen wir auch mit. Schauen, ob hier irgendwas Neues rausfällt. Zack, 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 zack. Ja, auf jeden Fall schön für heute. Man kann jetzt die Kakteen ernten, falls er das noch nicht wusste. Oder wie das, weiß ich gar nicht, haben wir das in einer anderen Folge gemacht? Bin mir jetzt gar nicht sicher.
haben wir hier Schönes? Dumm die dumm die dumm. Ja, Kohle habe ich auch noch nicht so richtig rausgekriegt. Na gut, brauchen es für ein paar Erze, um die zu verbessern, aber wofür die Kohle noch gut ist, keine Ahnung. Zack, zack. Ja, eine große Umstellung wird es ja dann später auch noch geben, aber das liegt so ein bisschen daran, wann ich dann endlich Resident Evil mache. Da warte ich nämlich noch auf eine andere nette Freundin. Und deshalb verschiebt sich das alles. Eigentlich wollte ich es aber wirklich zum Release rausbringen. Aber da gab es so viele neben andere Projekte. Und mein Rechner hatte das damals noch nicht geschafft. Deshalb habe ich mir gesagt, nach, nein, dann warte ich noch. Und auf jeden Fall wird es dann so sein, dass dann hier Montag, Mittwoch, Freitag ganz normal Starbound läuft. Ist klar. Dienstag, Donnerstag ein anderes Spiel kommt. Eventuell der Samstag noch dazu, dass ich auch da 3 Folgen um die Woche rausbringe. So, dass wir dann 2 Spiele haben. Und dann halt als Hauptprojekt jeweils dann Montag bis Freitag jeweils eine Folge rauskommt. Ja, der Freitag bleibt natürlich ganz normal bestehen, dass da natürlich noch das Indie-Game da rauskommt. Ja. Und so wird es dann sein. Okay, ja, auf jeden Fall ein paar Knochensachen können wir jetzt craften. Das ist schon ganz cool. Jo, so, dass wir auf jeden Fall reichlich mehr Stoff bekommen. Ach, ich habe mir wieder keinen Startpunkt gesetzt, ne? Aber spätestens, wenn wir an der ersten Bone-Kiste sind, die ja irgendwo hier unten versteckt war. Und die leer ist, dann sollten wir es ja rauskriegen, wo wir sind. Ja, und der Sonntag bleibt natürlich angezockt. Also Wochenende mache ich halt auch nicht allzu viel. Deshalb weiß ich auch noch nicht, ob dann das eine Projekt dann nur Montag, Mittwoch, Freitag kommt oder dann auch den Samstag noch dazu. Das kann ich halt noch nicht sagen. Guck mal, nochmal dieselbe Waffe. Fett. Fett, 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 fett. Ah, da muss ich hier dringend aufräumen, aber ich glaube, das mache ich offscreen. Soll ich ja nicht langweilen. Boah, Menschenkopf. Hatte ich den schon? Avian Skull. Hyatt Skull. Und noch ein Hyatt Skull. Mhm. So, den können wir hier lernen. Ja, der Tore bestimmt wieder auf dicker Pfete, ey. Die irgendwo auf unserem fremden Planeten sein, irgendwelche Nutten abschleppen? Kennen den doch. Euch verziehen, Gesindel? Ja, jetzt reicht's hier, komm her. Boah, was für ein Schaden. Na, wenn sich das nicht mal gelohnt hat. Ach. Und wenn das nicht mal selten dämlich war. Oh, scheiße, ein Boss. Den holen wir uns. Komm her. Komm her, du Mistvieh. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Und muss mich hier anständig heilen. Nech. Bin voll reingesprungen. So, komm her, Mistvieh. Nech, nicht so. Komm, verrecke. Yes. Mr. Shopsticker. Okay, was haben wir hier gefunden? Gift, Zweihandschaden. Nee. Ist jetzt nicht so doll. So, machen wir hier die Funzel wieder an.
Heilen wäre auch nicht mal schlecht. Ich hatte dich ja auch vom Zelt. Aha. Ist das etwa das Notengebäude? Haben wir etwa Torib gefunden? Der hat bloß Gemüse. Was hat der hier Schönes? Klamotten, Klamotten, Klamotten. Sparrowhelm Blueprint. 560. Hey! Piss in der Ecke. Bleib mal stehen. Was auch immer das ist, wir kaufen es. Nein, ich kenne den schon. Scheiße, wir laufen Kohle für umsonst aus jedem. Ärgerlich. Sind jetzt hier noch andere? Oder war es da schon? Unteren vielleicht noch? Nee. Wurde mal Licht sehen. Nee, da gibt's nichts. Bist du hier für ein Held? Ach so, ja, ja, geh mal weg, ey. So, Taschenlampe. Aha. Was ist das für einer? Aha. Gut, der hat gerade gesagt, dass er gar kein Alien ist, sondern ein Mensch in Federkostüm. Ach, geht doch mal alle weg, ey, die ganzen Mistviecher. Tja, auf jeden Fall, Torib habe ich da nicht gesehen. Wer weiß, wo der sich wieder rumtreibt. Aber wir sind doch noch nicht ganz rum vom Planeten. Aber so demnächst, das kommt mir doch schon... Kommt mir das bekannt vor? Ja. Ja, genau. Hier waren wir schon. Gut, also Torib war jetzt auch nicht. Wie sind wir hier mit der Zeit dran? 17 Minuten. Jo, dann machen wir doch den anderen Planeten. Zack. Und hier. Dann habe ich doch. Go. Und ich spiele euch eine gute Nachtmusik. Sie vielleicht ja wirklich die gute Nachtmusik hier. Moonlight Sonata zum Beispiel. Naja, ein bisschen üben muss er auf jeden Fall noch hier nebenbei. Jetzt gucke ich erstmal, was ich da wegschmeißen kann. Erstmal die ganzen Rotzwaffen. Das behalte ich mal noch. Die Skulls behalte ich. Boneboard Seed. Das nehme ich auch alles mit. Blätter brauche ich nicht. Eisblock brauche ich auch nicht. Och, wir sind schon da. Cool. Dann kann ich mich die Taschen aber hier vorne hinlegen. Die Waffen machen wir auch mal hier. Schild machen wir darunter. Das haben wir hier weg. Fackeln und das kann ja eigentlich so bleiben. Die machen wir mal da hinten hin. Jo, und dann gucken wir mal. Bevor ich das jetzt aber mache. Bananen. Cool. Setze ich mir hier einen Waypoint. Zack. Na, jetzt. Nicht das war. Ich will nicht wissen, wo wir sind. Gucken, was hier alles böse ist. Der hier auf jeden Fall. Ah, und Pflanzenfasern. Die sammeln wir doch alle ein hier. Rein würde ich mich auch. So eine Palme nehme ich mit. Aha. Das ist hier wieder... So ein geiles Ding hier mit unter Wasser und so. Das ist wieder so ein böser Hai. Wow, das ist unverendlich. Ich kann mich immer noch nicht dran gewöhnen, ja, das ist so geil. Aber hier jetzt überhaupt noch was zu finden, was sucht der hier unten eigentlich? Das
So, rutschen wir hier nach vorne. Nach. Geht das eigentlich? Nee. Nein, nicht sterben. Ich will nicht sterben. Knapp das wieder war. Jetzt halte ich mich aber mal komplett, ey. Das wird mir sonst zu anstrengend. Na, wie fett das aussieht, ey. Ich frage jetzt natürlich, ob man jetzt hier auch einfach mal so eine Art Seemenschen sieht oder irgendwie. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Oder irgend so eine Unterwasserwelt, ey. Irgendwie sowas Cooles. Ja, aber erstmal sehe ich hier nichts weiter. Komm hier, den Fisch mal auf Blatt. Komm her. So. Wo wir jetzt hier? Was haben wir hier? Korallen, irgendwas? Ist klar, Muscheln würde man hier in einige finden. Ist das Eisen oder ist das Kohle? Ne, ist Kohle. Gut, das haut mich jetzt hier gerade nicht so vom Hocker. Vielleicht ist ja doch noch ein Stück Insel oben. Das gucken wir uns mal an. Wie tief das Ganze ist. Zack. Tja. Also richtig sicher auch noch nichts. Doch hier. Mit einer Kiste. Geil. Was haben wir hier Schönes? Ein Rumpfass? Was kann ich damit machen? Kann ich jetzt noch was Besonderes? Ach, geil. Wir haben auch was Rohes eingesammelt wieder. Von so einem Vogel. So einen kleinen Planetenflugzeug wäre noch geil. Was haben wir hier? Ananas. Komm, die jetzt machen wir hier um. Gut, gucken noch mal, ob wir hier irgendwie eine andere Insel finden, wie die hier zum Beispiel. Also hier oben ist halt dann doch fast spannender als unten. Naja, auch nicht wirklich. Dass immer nur so kleine Sachen sind. Komm her, du fürs Vogel hier. So. Alles wegholzen hier. Nee, die Pflanzphase können wir gut gebrauchen für die Bandagen. Ich denke mal, da wir in der nächsten Folge eigentlich eine Mission machen wollten, soweit ich mich erinnern kann. Hier mit den Monsterplates kann man auch irgendwelche Rüstungen bauen. Das kenne ich noch von früher. Wieder eine Kiste, geil. Titanium und so eine Medizinschachtel wieder. So groß kann der Planet ja nicht gewesen sein. Okay, hier waren wir auch noch nicht. Gibt es auch nichts? Doch, hier ist wieder eine Kiste. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es in jedem
Weil auf jedem Planeten einen so Miniboss gibt. Ach geil. Wasserbomben. Pixel, Titanium. Und das können wir einfach mal getrost hier liegen lassen. Komm her. Ja, jetzt habe ich hier gerade gesehen, wir haben irgendwelche Zellen eingesammelt. Damit können wir auch noch richtig coole Sachen machen, wenn ich mich richtig erinnere. Und wenn sie nicht allzu viel geändert haben. Oh, bloß gut haben wir diese ganzen Fähigkeiten schon, ey. Gut, wir sind die Runde rum. Ich würde jetzt trotzdem, weil wir ja eine ganze Weile unter Wasser gelaufen sind, noch zur nächsten Insel fliegen. Gucken, ob da noch eine Kiste ist. Ich will jetzt hier nichts verpassen oder irgendwie, aber kann man nicht vorstellen, dass wir hier nochmal herkommen. Jo. So, okay, hier ist nix. Boah, ich bin der Schüler fast tot, ey. Mann. Das ist wieder eine Kiste. Ach, komm, die will ich. Bandagen und Pixel. Okay. Scheiße, wieder. Wasserballons. White Chest. Sehr geil. Die heb ich auf. Nochmal. Ah, nochmal. Gut, und wieder Bananen. Zack. Nehmen wir mit. Die anderen lassen wir auch mit. So, und das wird's gewesen sein, gehe ich von aus. Plansch, 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 plansch. Na, jetzt ist hier natürlich wieder eine Kiste und ich habe keine Energie. Gut. Ne, gut, dann sind wir jetzt auf jeden Fall die Runde rum. Torup haben wir immer noch nicht gefunden. Ich würde sagen, solange wie der aus ist, fliegen wir zurück auf unseren Heimatplaneten. Go home. Und dann noch ein bisschen aufräumen und dann lasse ich das auch schon wieder für die Folge. Nächster natürlich Freitag, wie gewohnt. Die Hunter Jacket. Ich habe da so einen Haufen Klamotten, Alter. Ich muss hier dringend aufräumen. Wie sehen denn die eigentlich aus? Naja, wer es braucht. Ja. Genau, was wollten wir machen? 10 Goldbars und Titanium. Um das zum Upgraden. Das machen wir auf jeden Fall. Und Uranium und Titanium. Warte mal, irgendwas hatte ich doch schon mal gefunden. Das war, glaube ich, Plutonium. Und dann können wir ja. Glaube ich, hier Deadwings können wir dann machen. Ah, das ist doch. Deadwings. Wird kurios auf jeden Fall. Hier ist auch schon der Dusch da. Die wollt ihr nur mitnehmen? Von denen haben wir nichts mehr zu fürchten. Da müssen wir doch beide zu Hause ankommen, oder nicht? Finde ich doof, dass sie hier den Startpunkt versetzt haben. So, die Laterne, genau. Das wollte ich auf jeden Fall ändern hier. Die ist ja so
akzeptabel. Aber ich habe ja doch hier selber ihn eingesammelt. Da wird er sich freuen, der Tobi. Zack. Hübsch, hübsch. Ja, Klamotten. Die Klamotten legen wir ja. Ach ja, genau hier. Ach, ich hab sogar den blöden Helm schon. 25, 25 macht der. Also das war mehr als unnötig. Egal, wir machen das da rein. Klamotten. Die Pickaxe behalte ich. Die andere Kiste hier, die stelle ich irgendwo hier hin. Bisschen Platz ist ja noch. Zack. Dann kann ich da nämlich die Waffen reinmachen. Ja, auch wenn es jetzt nicht allzu spannend ist, aber so muss auch mal gemacht werden. Ja, die behalte ich erstmal. Falls wir auf Nummer sicher irgendwo gehen müssen. Nee, ich wollte doch da rein. Nee, da wollte ich auch nicht rein. Hier wollte ich rein. Mhm. Da ist die Kiste schon voll. Dann machen wir hier noch mehr rein. Ja, und dann kann er gucken, was er gebrauchen kann. Und der Rest fliegt zur Not weg. Das ist eine Waffe, das ist eine Waffe. Ach, scheiße. Nee, Waffen wollte ich ja. Verstoß ja schon gegen meine eigenen Prinzipien. So. Waffe. Obst. Hatten wir hier. Da ist ja wohl kein Platz dran. Was soll denn die Fackel hier? So. Machen wir die Samen hier rein. Zack. Das machen wir da rein. Das machen wir da rein. Das Zelt behalte ich auf jeden Fall. Das könnte ich mir eigentlich hier mit nach oben legen. Die Samen haue ich jetzt alle weg. Sehe ich, ob wir Kokosnüsse und Bananen schon hatten? Nee. Aber das ist ja auch ein Samen, oder? Ja. Reissamen. So, Banane rein. Das haben wir. Puh. Ist alles schwer. Ich hau jetzt hier alles im Müll. Oh, das sind Tomaten. Den rohen Fisch behalte ich nochmal. Das rohe Fleisch behalte ich. Das kommt ja gleich in die Rohstoffkiste. Das fliegt weg. Die baue ich auf. Das fliegt weg. Hier haben wir auch nochmal Samen. Was haben wir hier Schönes? Grape Seed. Na, die könnte ich doch eigentlich mal schnell anbauen. Jetzt haben wir hier noch Rohstoffe. Ach, das ist hier die... Ja, Auto, Tomato. Rohstoffe, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauchen wir noch nicht. Zellgedöns. Das lassen wir noch so. Jetzt gucke ich erstmal schnell, ob wir hier noch irgendwas zusammenbrutzeln können. Zack, 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 zack. Hier, Kernfragmente haben wir auch jetzt viel zu viel. Keine Ahnung. Was das nochmal jeweils brauchen werden. Hier, das ist das Plutonium, was ich gefunden habe. Das guck ich mal, ob ich das noch verwandeln kann. Goldbahn ist klar. Da brauchen wir auch jede Menge. Eisen ist klar. Platin. Titanium. Silber. Jod. Uranium. Uraniummerz, na, ist klar. Ah, das. Boah, das kriegen wir bestimmt übel spät erst. Was haben wir hier schönes Neues? Ah! Aha, aha, aha. Seht ihr das? Hier können wir jetzt die coolen Sachen machen. Warte mal, ich gehe mal hier alles durch. Was ist das? Hab ich die? Ja. Ach ja, das sind die. Hm, ist klar. Sparrow Plate. Ach so, nee, dann können wir bis jetzt ja nur den Helm machen. Metablock brauchen wir dafür. Waffen. Sollte jetzt nichts Neues sein. Essen ist klar. Diamantpickaxe. Ich find's schade, dass die so schnell kaputt gehen, ey. Warum läuft denn hier Wasser rein? Und wo ist hier was undicht? Läuft hier einfach Wasser rein. Ach, hier oben rinnt jetzt rein.
Ah, alles klar, ich hab's schon gesagt. Hab ich jetzt die Stelle reingepackt? Hier? So, eigentlich wollte ich doch hier reingucken. Ob es hier irgendwas Neues gibt. Den Lantern-Stick. Den hatte ich, wollte ich mir schon mal bauen eigentlich. Öl und Eisen brauchen wir dafür. Gut zu wissen. Hunting Spear, Snowball, Medium Snowball. Okay. Ach hier genau, die Rob. Ach nee, der Prozessor, siehst du. Den können wir noch nicht bauen. Die Raffinerie. Ja. Das wird somit das nächste sein, was wir dann machen. Der Crafting Table haben wir, das haben wir, das haben wir. Moment mal, ich habe doch jetzt die Ratas hier eingestellt. So. Möbel ist. Klar, das ist jetzt hier dabei, was wir hier gefunden haben. Luna Base Bank. Schön, dass wir das schon alles bauen können. Titanium Gedöns. Jo, aber wie konnte ich denn jetzt Stahl machen? Da brauchte ich auf jeden Fall Kohle und Eisen, oder nicht? Silber, Platin, Kupfer. Hier ist Steelbar. Ach, Öl. Brauche ich dafür Öl? Öl. Wovor hatten wir Öl? Gucken, ob wir jetzt auch was anderes bauen können. Das ist Steel. Ist klar. Titanium ist klar. Weiß nicht, ich würde das jetzt noch nicht umwandeln. Ich wüsste jetzt nicht, wofür. Naja, gut. Ich würde sagen, wir legen uns einfach hier hin, bis Tobi wieder auftaucht. Und dann schauen wir mal weiter, wie es in der nächsten Folge weitergeht von Starbound. Gute Nacht, Jungs.